Hallo, ich bin's wieder. Bald ist ja Ostern. Und auch wenn wir dieses Jahr Ostern gar nicht mit unseren Verwandten feiern können, gehören für mich auf ein ordentliches Ostersonntagsfrühstücksbuffet die bunten Ostereier. Und dieses Jahr habe ich mir überlegt, einfach welche selber zu färben, und zwar mit natürlichen Lebensmitteln und gar nicht mit diesen chemischen Packungen, die man in Supermärkten und Drogerien kaufen kann. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach mal mit auf dieses Experiment und wir schauen einfach mal zusammen, was passiert und ob es funktioniert. Und vielleicht habt ihr sogar Lust, das dann nachzumachen. Ich würde mich freuen. Los geht's! Am besten nehmt ihr weiße Eier, die nehmen nämlich am besten die Farbe auf. Aber es geht auch mit braunen Eiern. Da müsst ihr die Eier wahrscheinlich nur nachher länger im Sud liegen lassen, damit sie länger Zeit haben, die Farbe aufzunehmen. Und helle Farben werden wahrscheinlich nicht so intensiv werden. Und noch ein weiterer Tipp. Nehmt Eier aus Freilandhaltung. Das heißt, die Hühner dürfen draußen auf der Wiese rumlaufen und das Gras knabbern, kriegen dadurch alle wichtigen Nährstoffe und es geht ihnen gut. Und die Eier kriegen eine dickere Schale und gehen nicht so schnell kaputt. Um die Eier grün zu färben, brauchen wir Blattspinat und Petersilie. Für rote Eier eignet sich am besten rote Beete. Die blauen Eier machen wir mit frischen Heidelbeeren. Und gelbe Eier bekommen wir mit dem Gewürz Kurkuma. Außerdem brauchen wir noch ein wenig Essig. Wichtig ist, dass ihr keine Essig-Essenz nehmt. Und für die verschiedenen Techniken brauchen wir Wattepads und Wattestäbchen, den Saft einer Zitrone, ein paar alte Nylonstrümpfe, Küchengummis und zu guter Letzt ein paar Blüten. Als erstes bearbeiten wir einmal die Eier. Denn diese Aufdrucke, die die Eier haben, die kann man nachher durch die Farbe durchsetzen und das sieht nicht so schön aus. Und deswegen entfernen wir die einmal. Dafür nehme ich einfach ein Wattepad, tunke das ein wenig in das Essig rein und rubbel über die gedruckte Stelle. Und dann geht der Aufdruck weg. Das mache ich jetzt einfach mit allen Eiern, bis alle Aufdrucke weg sind. Sind die Eier alle sauber, können wir uns auch schon an unsere Farbsuits machen. Bitte fragt dafür vorher eure Eltern, welche Töpfe ihr verwenden könnt. Denn die Lebensmittel geben so intensiv Farbe ab, dass nicht nur die Eier verfärbt werden, sondern es können sich auch Rückstände an den Töpfen bilden, die nicht so leicht zu entfernen sind. Also am besten nehmt ihr dafür alte Töpfe. Um den Sud herzustellen, müssen wir einmal den Spinat und die Petersilie grob hacken und in einen Topf geben. Die rote Beete müssen wir auch fein würfeln und in einen separaten Topf geben. Die Heidelbeeren werden zermatscht und in einen dritten Topf gegeben. Und in den vierten Topf geben wir ungefähr einen Esslöffel von unserem Kurkuma-Gewürz. Und so sieht das Ganze dann aus. Hier ist mein Blattspinat und die Petersilie drin. Keine Sorge, das wird noch weniger, weil Spinat fällt zusammen, wenn der gekocht wird. Hier sind meine rote Beete-Stückchen drin. Man sieht sogar schon, dass sie die Farbe abgeben. Hier vorne ist das Kurkuma-Pulver drin. Und hier habe ich die Heidelbeeren einfach mit einem Pürierstab zerkleinert. Ihr müsst einfach mit der Menge schauen, wie viel ihr braucht. Ich werde jetzt nicht so viele Eier färben, deswegen brauche ich auch nicht so viel. Macht ihr natürlich jetzt ganz viele Eier, braucht ihr mehr Zutaten und natürlich nachher auch mehr Wasser. Ich werde jetzt erstmal hier überall so einen halben Liter Wasser aufgießen und das Ganze dann zum Köcheln bringen. Die Töpfe köcheln jetzt schon circa 20 Minuten. Und die können auch ruhig noch weitere 20 Minuten köcheln. Umso länger die Zutaten nämlich kochen, umso mehr Farbe geben sie an das Wasser ab und umso intensiver wird nachher die Eierfärbung. Jetzt habe ich halt nur das Problem, ich habe nur 4 Herdplatten und müsste die Eier auch noch kochen. Das heißt, ich werde jetzt einen Topf einmal vom Herd runterholen, der muss eine kurze Pause machen und meine Eier einfach schon mal vorkochen, dass das harte Eier sind, also mindestens mal 8 Minuten werden die jetzt auch gleich einmal kochen. Mein Eierwasser kocht jetzt schon. Ich gebe da jetzt heute ausnahmsweise mal so einen Schuss Essig mit rein. Das greift so ein bisschen die Eier an und macht die Oberfläche rauer von der Schale und dadurch können die Eier nachher die Farbe besser aufnehmen. Und dann, das ist jetzt ganz vorsichtig, die Eier reinplumpsen.
Beim Kochen sind mir leider ein paar Eier aufgeplatzt. Deswegen hatte ich noch braune gemacht, aber auch da ist mir eins aufgeplatzt. Deswegen kann ich jetzt nur die Eier da oben verwenden. Die werden aber trotzdem nicht weggeschmissen, die kann man ja trotzdem noch essen. Die sehen halt nur nicht mehr so schön aus. Und damit das nicht passiert, ist vielleicht noch ein kleiner Tipp, dass ihr die Eier vorher in lauwarmes Wasser einfach mal reinlegt, damit die ein bisschen warm werden. Und danach erst in kochendes Wasser. Das sollte verhindern, dass die aufplatzen. Und das habe ich einfach vorhin vergessen. Und während die Eier jetzt erst noch richtig kalt werden müssen, können wir schon mal die Sachen vorbereiten, um lustige Motive und Formen auf die Eier drauf zu bekommen. Und ich habe dafür drei Varianten mal vorbereitet. Einmal mit Küchengummis, die ich euch zeigen werde. Einmal brauchen wir die Wattestäbchen und die Zitrone. Und die Blüten und die Nylonstrümpfe. Und wir fangen damit an, dass wir die Zitrone einmal auspressen. So, die Zitrone, die ist komplett gepresst. Und den Saft habe ich hier unten mit aufgefangen. Und den brauchen wir jetzt, um ein Muster auf das Ei zu machen. Dazu nehme ich mir jetzt einfach ein Ei und das Wattestäbchen, tunkt es in den Zitronensaft gut ein. Und dann kann ich praktisch wie ein Pinsel ein Muster auf die Eierschale drauf machen. Die Zitronensäure wird nämlich dann verhindern, dass sich dort an den Stellen dann die Farbe nachher absetzt. Die zweite Variante ist die mit den Küchengummis. Und die werden praktisch einmal um das Ei gelegt. Und das ist so ein bisschen tricky und fummelig. Und vielleicht habt ihr ja einfach jemanden, der euch hilft, das da drum zu packen. Und ihr könnt eins nehmen, zwei, drei, wie ihr das möchtet. Vielleicht auch einfach, wie sie um das Ei halten. Und die Küchengummis bleiben auch im Färbeprozess um das Ei drum herum, weil da, wo die Gummis sind, sollte keine Farbe hinkommen. Und somit hat dieses Ei hoffentlich nachher weiße Streifen. Und für die dritte Variante brauchen wir jetzt die Blüte. Oder vielleicht habt ihr auch noch was von der Petersilie übrig, so wie ich. Dann könnt ihr das Blatt nehmen und den Nylonstrumpf. Dafür müsst ihr erst unten einmal einen Knoten reinmachen. Und dann könnt ihr schon das Ei in die Socke reinmachen. Zieht die Socke dabei ruhig einfach schon mal so ein bisschen stramm. Und jetzt müsst ihr praktisch die Blütenblätter so auf das Ei draufpacken, aber natürlich in der Socke, sonst bringt das Ganze nichts. So, das ist ein bisschen eine Viertelarbeit. Jetzt habe ich die Blüte hier in die Socke reingekriegt. Und jetzt muss ich hier oben auch noch einen Knoten reinmachen. Achtet darauf, dass die Socke ganz, ganz straff an das Ei drangezogen ist. Und vielleicht lasst ihr euch dabei auch einfach helfen. So, in die zweite Socke habe ich jetzt das Petersilienblatt mit reingemacht. Und die kommen auch so einfach zusammen in den Farbtopf. So sehen meine Eier jetzt fertig aus. Die zwei habe ich mit der Zitronensäure bearbeitet. Da sind die Küchengummis drum, da sind die Blüten drin. Und die drei lasse ich einfach so. Und mal schauen, wie die sich so färben ohne ganzes Muster. Meine Sud sind mittlerweile auch fertig geköchelt. Und jetzt geht es darum, die abzugießen. Ich habe hier jetzt mein Behältnis, wo der Saft rein soll. Hier ist mein Sieb. Und in das Sieb lege ich jetzt noch ein altes Küchenhandtuch. Dann kann ich mein Sud auch noch schön auspressen, dass wirklich die ganze Farbe in dem Topf da unten drin landet. Nutzt auch dafür ein altes Küchenhandtuch, damit, wenn sich das verfärbt und nach dem Waschen nicht sauber wird, die Mama sich nicht so ärgert. Und ich fange jetzt einfach mal an mit den Heidelbeeren. Heidelbeertopf. Alles da rein. So, hier ist alles raus, hier läuft noch ein bisschen was und hier unten ist alles drin.
Perfekt. Und das machen wir jetzt so mit allen unseren Töpfen. So sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Hier vorne ist der Heidelbeersud, hier der Spinat-Petersiliensud, die rote Beete und das Kurkuma. Und jetzt können wir einfach die Eier nach Belieben da reinlegen und je nachdem, wie lange Eier da drin lassen, umso intensiver wird auch die Farbe. Ja, und dann schauen wir einfach mal, wie es funktioniert. Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Am Anfang hatte ich überlegt, die Eier irgendwie nur 2 Stunden drin zu lassen. Mittlerweile sind sie fast 6 Stunden drin und schauen wir mal zusammen, wie sie aussehen. Hier vorne beim Heidelbeersud. Ja, das sieht doch schon ziemlich vielversprechend aus. Hier die Petersilie und der Spinat. Also grün ist das noch nicht. Aber hier sieht man die Punkte, die ich mit der Zitronensäure gemacht habe. Also vielleicht wird es doch noch was. Rot war ja die rote Beete. Auch hier ist es noch nicht so wirklich rot. Und gelb beim Kurkuma. Das sieht schon ziemlich gelb hier aus. Das ist auch kaputt gegangen, aber das ist nicht schlimm. Ja. Also ich habe auch die Zeit genutzt und habe mich einfach auch nochmal ein bisschen schlau gemacht. Und viele schreiben auch einfach, dass man die Eier über Nacht in ihren Farbbädern lassen sollte. Und das mache ich jetzt auch. Und dann schauen wir mal, wie die Farben morgen früh aussehen. Die Nacht ist vorbei und die Eier waren jetzt fast 18 Stunden im Farbbad. Ich habe die schon rausgeholt und das Ergebnis gucken wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an. Ich würde sagen, es hat so mehr oder weniger gut funktioniert. Fangen wir mal wieder hier vorne bei dem Heidelbeeren-Sud an. Das war ein weißes Ei. Das ist ziemlich dunkelblau-grau geworden. Das waren 2 braune Eier. Naja, die sehen halt einfach so ein bisschen dreckig aus. Also so richtig blau erkennt man da nicht. Das sollte eigentlich grün werden. Das war das Blattspinat und Petersilie. Was man hier gut erkennt, hier sind die grünen, oder hier sind so Tupfen zumindest drauf von der Zitronensäure. Grün ist das nicht. Und das weiße Ei, naja, also das ist auch irgendwie dreckig geworden und hat halt diese weißen Streifen von den Küchengummis. Aber auch das ist nicht grün. Das Rot sieht auch eher aus wie so ein dreckiges Braun. Was allerdings hier gut funktioniert hat, ist das mit den Abdrücken. Also einmal hier der Abdruck vom Petersilienblatt, der im Strumpf drin war. Und hier einmal von den Gummis mit den weißen Streifen. Und was ziemlich gut funktioniert hat, war das Kurkuma. Das ist schön gelb geworden, die Eier. Und auch hier haben die Abdrücke mit den Blumen wunderbar funktioniert. Ich bin jetzt nicht hellauf begeistert von dem Ergebnis. Aber so ist das einfach manchmal, wenn man mit Naturprodukten experimentiert. Man kann sich nie sicher sein, ob es auch wirklich so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Die Eier werden trotzdem bei mir auf dem Frühstückstisch landen und wir werden uns sie schmecken lassen. Vielleicht werde ich sie vorher noch ein bisschen mit Speiseöl einreiben, dann glänzen sie noch mehr. Mal schauen, ich weiß es noch nicht. Schickt uns doch einfach Fotos von euren Ostereiern und von eurem Frühstückstisch. Ich würde mich freuen und wünsche euch eine schöne Osterzeit. Bleibt gesund und macht's gut.